Herzlich willkommen zu unserem heutigen Video. Wir gehen heute auf ein Thema ein, das sich viele von Ihnen gewünscht haben. Bitcoin. Wir werden uns genauer anschauen, was Bitcoins sind, wie sie funktionieren, einen kurzen Blick auf die technische Umsetzung werfen, die Vor- und Nachteile von Bitcoins diskutieren und letztlich auch beurteilen, ob eine Investition in Bitcoins sinnvoll ist. Viel Spaß bei unserem Video. Hallo, ich bin Anna von Safe in Crypto. Heute nehmen wir uns die Zeit, um das Thema Bitcoin zu untersuchen. Bitcoin und andere Kryptowährungen wie Ethereum, Cardano oder Ripple haben in den letzten Jahren und Monaten erhebliche Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Doch heute konzentrieren wir uns auf den Vorreiter aller Kryptowährungen, den Bitcoin. Starten wir also mit der grundlegendsten Frage: Was ist Bitcoin überhaupt? Obwohl Bitcoin in den letzten 2 bis 3 Jahren verstärkt in den Medien aufgetaucht ist, ist das Konzept deutlich älter. 2008 wurde das erste Konzeptpapier des Gründers von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, vorgestellt. Bis heute bleibt der wahre Urheber ein Geheimnis, da Satoshi Nakamoto nur ein Pseudonym ist. Bitcoin ist eine digitale Währungseinheit eines weltweiten dezentralen Zahlungssystems. Sie können mit Bitcoin bezahlen und Bitcoins von einer Person zur anderen transferieren, ohne dass Banken oder andere Finanzintermediäre dazwischen geschaltet werden müssen. Das ist im Gegensatz zu unserem herkömmlichen Zahlungssystem mit Euro, Dollar oder britischem Pfund der Fall. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Funktionsweise von Bitcoin. Bitcoins werden in sogenannten Wallets, digitalen Geldbörsen, aufbewahrt. Sie können diese Wallets auf Ihrem Smartphone oder PC speichern. Anders als in unserem klassischen Geldsystem, in dem Ihr Geld von einer Bank auf einem Girokonto verwaltet wird, gehört das Wallet Ihnen. Es kann weder von der Bank noch von der Regierung gesperrt werden. Es gibt keine Überweisungslimits oder maximale Transaktionshöhen. Sie haben volle Kontrolle über Ihre Wallet. Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass Sie keine geografischen Einschränkungen haben. Mit Bitcoin können Sie Geld an jede Wallet weltweit überweisen, sofern Sie eine Internetverbindung haben. Der Quellcode des Bitcoin-Protokolls ist Open Source, was bedeutet, dass jeder ihn kostenlos einsehen und sich eine Meinung darüber bilden kann, ob Bitcoin eine sichere Technologie ist. Natürlich benötigen Sie dafür ein gewisses technisches Verständnis. In diesem Open-Source-Protokoll kann man auch nachlesen, dass die Anzahl der Bitcoins weltweit auf 21 Millionen begrenzt ist. Dies unterscheidet Bitcoin von klassischen Fiat-Währungen wie Euro, US-Dollar oder japanischem Yen, die beliebig von Zentralbanken gedruckt werden können. Das ist genau das, was wir zurzeit sehen und uns eine große Inflation beschert. Unsere Währungen werden also immer weniger wert. Lassen Sie uns jetzt auf die technische Umsetzung eingehen, um zu verstehen, wie genau Transaktionen zwischen Bitcoin-Besitzern stattfinden und wie Bitcoins entstehen. Zunächst, wie entstehen Bitcoins? Der Prozess, durch den neue Bitcoins entstehen, wird als Mining oder Schürfen bezeichnet. Im Grunde handelt es sich dabei um das Lösen komplexer mathematischer Probleme durch Computer. Diejenigen, die diese Probleme lösen, erhalten als Belohnung neue Bitcoins. Dieser Prozess dient auch dazu, Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk zu validieren und zu sichern. Jetzt fragen Sie sich wahrscheinlich, wie Transaktionen ablaufen. Wenn jemand Bitcoins sendet, wird diese Transaktion in einem Block aufgezeichnet. Dieser Block muss dann von anderen Teilnehmern im Netzwerk, den sogenannten Minern, bestätigt werden. Sobald ein Block von Minern bestätigt wurde, wird er zur Blockchain hinzugefügt. Die Blockchain ist ein öffentlich einsehbares, unveränderliches Register aller Bitcoin-Transaktionen, die jemals durchgeführt wurden. Aber Bitcoin hat auch seine Kehrseite. Ein großes Problem ist der enorme Energieverbrauch, der mit dem Mining von Bitcoin verbunden ist.
Einige Studien haben ergeben, dass das Bitcoin-Netzwerk mehr Energie verbraucht als einige ganze Länder. Dies ist natürlich eine erhebliche Umweltbelastung. Ein weiterer Nachteil ist die hohe Volatilität der Bitcoin-Preise. Während einige Investoren durch den Handel mit Bitcoins beträchtliche Gewinne erzielt haben, haben andere große Verluste erlitten. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Wert von Bitcoins stark schwankt und sie daher auch Geld verlieren könnten. Ein weiterer Punkt ist die Anonymität. Obwohl viele die Anonymität als Vorteil sehen, führt sie auch dazu, dass Bitcoin in illegalen Aktivitäten eingesetzt wird, wie zum Beispiel im Darknet für den Kauf illegaler Waren. Jetzt zur großen Frage: Sollten Sie in Bitcoin investieren? Es gibt keine einfache Antwort auf diese Frage. Es hängt von Ihrer persönlichen Risikobereitschaft, Ihren finanziellen Zielen und Ihrer Bereitschaft, sich in die Materie einzuarbeiten, ab. Wenn Sie in Bitcoin investieren möchten, ist es wichtig, dass Sie sich umfassend über die Risiken informieren und nur so viel Geld investieren, wie Sie bereit sind zu verlieren. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Video geholfen hat, einen besseren Überblick über das Thema Bitcoin zu bekommen. Wenn Sie weitere Fragen haben oder wenn es ein anderes Thema gibt, das Sie gerne in einem unserer Videos sehen würden, lassen Sie es uns bitte in den Kommentaren wissen. Danke, dass Sie zugeschaut haben und bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie mit uns stets safe in Crypto.